Bei deinem letzten Buch bist du wirklich zu faul gewesen. Kriminalliterarisch ist diese Gegend abgegrast. Drum sage ich ja, Flieger auf Gran Canaria. Ah, nett, Sie wohnen hier. Sie sind mir schon im Flieger aufgefallen und im Bus. Sagt Ihnen der Name Rogner irgendwas? Rogner? Keine Ahnung, wer ist das? Der Bankbetrüger, der mit 30 Millionen D-Mark geflüchtet ist und jetzt hier irgendwo im Knast sitzt. Wer auch immer Sie sind, willkommen in meinem bescheidenen Heim. Frau Krüger, Sie ist Staatsanwältin. So jung, so schön. Staatsanwältin. Ich wäre wahnsinnig. Kommissario Miguel González. Dass du deine Nase auch mal über Leweiswurst Grenze steckst. In welchem Bereich der Kriminalität kann ich dir behilflich sein? Ich brauche einen Mord, weil ohne Mord sind meine Krimis nichts. Ja, aber der Mord liegt doch auf der Hand. Die Millionenbeute ist verschwunden. Die Komplizen suchen danach und murksen sich gegenseitig an. Wir haben einen Anruf bekommen, dass auf Zimmer 410 jemand ermordet worden sei. Was wird dein Trüffelschwein in so einer Situation machen? Wenn er Leiche hätte und selber dabei im Verdacht geraten würde, die er nicht brauchen kann. Zwischenlagern. Wenn die Frage erlaubt ist, tragen Sie eine Leiche spazieren? Was glauben Sie, warum wir sonst den Teppich herumschleppen? Ah, ich verstehe. Respekt, richtige Antwort.